Jawohl, weiter World of Tanks mit unserer Russian Edition, sage ich jetzt mal. Wir spielen ja auf russische Tanks hoch. Ich habe eben den Renault Otsu gefahren, einfach nur so aus Scheiß, und dann habe ich ein Video hochgeladen, wo ich mit diesem Ding hier Berserker ohne Ende. Sau gut, geht nur 4 Minuten oder was? Kann man sich mal schnell angucken. Wenn ich es nicht verlinkt habe, ist es hier in dieser Playlist, also in dieser World of Tanks Action Playlist. Und es ist das erste Video, was ich veröffentlicht habe. Und schon jetzt, bevor ihr das hier seht, ist das alles schon längst oben. Oben. Ja, das war eine Geschichte. Das glaubt mir kein Mensch. Deswegen guckt es euch an. Ein unupgradeter japanischer Panzer wird zum Rampage. Ich schütte mir noch mal ganz schnell einen Apfelwein ein. Bock heute ein bisschen aufzunehmen wieder. Hatte jetzt die letzten 2-3 Wochen keine Lust. Habt ihr aber nicht mitgekriegt, weil der Jules und ich noch so viel Material hatten. Und sehr viel Material. Also ich habe jetzt noch bestimmt den kompletten Januar 2015 an Material zur Verfügung. Also könnte schon, ja. Teilweise haben wir jetzt 2-3 Projekte gleichzeitig laufen. Mal schauen, mal schauen. Ui. Kann ich den hier, den kann ich sogar, muss nur anaimen, dann kann ich den vielleicht schon mal eingeben. Jawohl! Das hat er sich anders vorgestellt, da oben. Also diese Punkte da, diese Fensterplätze, die sind schon ganz gut, aber wenn dann immer nur One-Hitten und dann wieder raus. Auch ganz, ganz knapp. Das wäre ein Wunder, wenn ich den treffe. Aber Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Okay. Meine Comrades machen jetzt gerade ein bisschen Welle. Diese scheiß Gebäudeteile, da kann man halt nicht so gut erkennen, ist der jetzt davor, ist der dahinter? Hab ich gerade noch die Stromversorgung lahm. Oh. Okay. Der hat sich zwar mal gezeigt, aber naja, hier ist halt kein guter Platz. Sehr unsicher. Die ganzen anderen, da ballern da noch drauf wie die Blöden. Einfach mal ein bisschen vor. Und hier auf diesen Brunnen zu. Weil links laufen sie von uns, rechts auch. Ne, rechts nicht. Das war's. Oh. Kette beschädigt. Kette beschädigt. Muss mal abdrehen hier. Die haben ihn weggeholt. Was haben wir noch so? Also hier ist halt die Möglichkeit, was ich jetzt mache, ist jetzt blöd, aber hier, wenn man einen relativ zügigen Panzer hat, dass man hier ganz schnell so an die Seite ranfährt, da können sie einen dann natürlich nicht kriegen, wenn die Gegner, wenn die Freunde da ein bisschen aufpassen. Dann steht man dann hier in der Sicherheit. Also hier vorne zum Beispiel steht man dann hier. Die Feinde können einen selbst nicht anschießen, aber man späht halt. Ich spähe jetzt gerade mehr aus. Meine Kumpels machen jetzt Treffer dadurch, dass ich die den sehen können, und ich bekomme dafür auch Punkte. Also aufklären gibt auch immer schön Punkte. So, ja, das Gefecht ist auf jeden Fall. Unser Stützpunkt wird erobert, ernsthaft. In die Wand geschossen, fuck. Ja, da ist er. Den holen wir weg. Und dahinter ist noch einer? Ne, hinterm Gebäude ist der.
Ja, unser Stützpunkt wird erobert. Das heißt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich da in den scheiß Kreis fahren. Also von den hinteren Panzern. Da hätten noch mal zwei zurückfahren können. Nein, Dummheit. Jetzt, okay, gut. Jetzt ist wieder resettet hier in der Einnahme und wir sind viel, viel mehr Panzer. Das heißt, unser Cap wird schneller steigen. Alles gut. Ist noch ein Panzer. Wir sind zu 4, 5 Panzer hier in diesem Kreis. Hier passiert nichts mehr. Also ich habe ja selbst noch so ein, haben wir auch hochgeladen, ein Video, wo ich in der Tools im Wehrtechnischen Museum war. Und alter Schwede, also hier diese kleinen Panzer, da will ich nicht drin gesessen haben, wenn die eine Granate abgekriegt haben. Das war ja nichts anderes als von der Größe her. Wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwas drauf liegt, naja. So ist das hier, Besatzungserfahrung. Cool. Na gut, das war jetzt unsere erste Fahrt. Ich will mal gucken, was ich eben mit dem Otsu eigentlich gemacht habe, mit den drei Abschüssen. Ja, ausführlicher Bericht. 5000 Credits gab es. 300 Schaden gemacht. What? Na gut, okay. Dann ist der. Jetzt muss ich ja gerade mal gucken in die Forschung. Das ist der. Der hier ist der wichtigste. Den muss ich fahren und den will ich auf dem KV1 kriegen. Das ist mein Ziel hier in diesem kleinen Video, weil ich gerne K1 fahren möchte. Mit dem hier, also mit dem normalen Standardpanzer, haben wir mal schöne Erfahrungspunkte. Also mal eher also freie Erfahrungspunkte und Kohle. Und mit dem anderen geht's ab. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, ich habe den auch schon upgraded. Auf dem vollen Upgrade-Stand. Und wartet eigentlich jetzt nur darauf, genug Erfahrungspunkte zu generieren, dass der nächste freigeschaltet wird. Deswegen gebe ich jetzt auch für den nichts mehr aus. Für den T26. Und hier, hier ist schon so ein richtig dicke Panzer hier. So Level 3 Panzer kommen ja hier ins Spiel. Lecker! So, ja. Level 3 Panzer kommen hier ins Spiel. Und das ist manchmal der Grund, warum Panzer, die eigentlich sehr gut sind, untergehen können, weil sie zum Beispiel, also mir ist es so vorgekommen, beim Tiger zum Beispiel, der Tiger 1, guter Panzer, von den Werten her, alles drum und dran, aber man kommt dann mit dem Tiger, weil der also gut ist, in höhere Gefechte rein, also wird anders eingestuft, ja, von der Zusammensetzung her. Wird mal irgendwie anders eingestuft, habe ich das Gefühl, quasi schon eine Nummer höher und ist dann quasi der Beste aus seiner Gruppe, ist aber in der Gruppe, die zu hoch ist, ein Stück. Und wird dadurch die ganze Zeit zusammengeschossen. Also ich habe jedenfalls das Gefühl und fühle mich mit meinem Tiger ungerecht behandelt. Und das prangere ich an. So, muss man hier anhalten. Sieht gut aus. Ui. Der will's wissen. Fuck! Kann man da vorbeischießen? Das geht doch gar nicht. Na gut. Und der will's auch wissen hier hinten? Nee. What? Ah! Der große Panzer! Der große! Was ist das dann hier? Ein großer! Der ist auch der coolste, wenn er durch die City düst. So. Was ist hier los? Ein kleiner. Den holen wir uns. Der ist abgeprallt. Na gut. Ich fühle mich jetzt gerade wie so ein bisschen. Ah, hier. Wollte ich gerade sagen, auf dem Präsentierteller. Und hier vorne ist ein Panzerwrack, das ich als Schutzschild nehmen werde. Ja, komm, schieß da. Ich habe aber hier einen Schutzpanzer. Quasi. Oh ja. Schade. Das oben ist die Einstiegsluke. Ich habe gerade nicht kommt durch. Kritischer Treffer auf dem Turm. Ist gut. Jawohl, das war die Luke wohl. Also würde ich mal behaupten. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber
muss auch sagen, ich spiele noch nicht so lange World of Tanks in dem Bewusstsein, dass man da irgendwie auch mal auf die Trefferzonen achten sollte. Also sonst haben wir immer einfach nur rumgeballert und so, war auch lustig. Aber im Moment versuche ich mich doch mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen und das Ding ist natürlich super. Nein, die fällt um! Ja, den habe ich schon mal schön Schaden gemacht. Wunderbar. Den Abschluss habe ich gekriegt. Ich bin ein Killstealer. Schade. Das ist cool, wie ich hier reinhalten kann. Das ist natürlich top zu wissen. Also hier auf diesem Hügel kannst du wunderbar deine gegnerische Base reinhalten. Und das ist schon das zweite Spiel in Folge, was wir gewinnen. Oh, hier kann ich sogar auch noch. Ne, kann ich nicht wirken. Da ist noch ein Haus dazwischen. Eieiei, heute läuft es aber. Schon wieder ein Abschuss generiert. Obwohl der ja, gekillstealt war. Da will ich jetzt nicht zu stolz drauf sein. Aber ich muss sagen, auch wenn sich Leute darüber aufregen, für mich ist es hier ja ein Teamspiel. Und auch wenn im Internet dann immer gleich, hier, keine Ahnung, Killstil, hast du nicht gesehen, das ist mir scheißegal. Weil ich reg mich dann auch nicht drüber auf, wenn das ein anderer wegschießt. Ich sag dann so, ach schade, ne? Aber ich reg mich da auch nicht drüber auf, wenn das mir jemand mal so ein Schuss. Oh, was ist denn hier los? Unwegsames Gelände, oder wie? So. Ja, nee, also ich reg mich dann auch nicht da groß drüber auf, wenn das mal einer macht und oder wenn es mal anderen mal geglückt. Von daher. Duft geschießen. Und die Arti hat es noch gemacht. Oder? Ja, ich glaube schon. Gut, also, wir waren einmal siegreich mit unserem Startpanzer. Andere Renault, da muss ich gleich mal gucken, wie der heißt. Und hier, das ist der Renault NC31, gefolgt von unserem Sieg mit dem T26. Kann man nicht meckern. So, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir hier. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich brauche mal nochmal die Übersicht. Nochmal zurück. Genau, T26, T46, T28 und dann eine KV1. Ich brauche. Ach, Moment mal, habe ich den jetzt erst neu gehabt? Weil ich sehe gerade hier ist noch nicht freigeschaltet. Was braucht der denn? Ja, das brauchen wir auf jeden Fall, um hier rüber zu kommen. Dann werden wir das auch tun. So. Die Munition ist okay. So, jetzt will ich mal reinschauen. Technische Daten. Der ist nur für den T26. Ich glaube, das ist auch immer so. Dann haben wir hier das T46. Das heißt, das hier können wir machen. Und auch kaufen. Weil das hier benutze ich dann da einfach wieder. Das ist jetzt nicht so das Ding. So, was haben wir hier? Das ist alles nichts für den. Und ja, die Ketten, die passen auch immer nur auf einen Panzer. Das weiß ich noch. So, jetzt hoffe ich, dass ich das Geschütz. Ach, das wird jetzt automatisch gleich drauf geschnitzelt. Gut, gut. Wartung. Jetzt nehmen wir mal hier einfach nochmal was raus. 100 Schuss und machen mal HE dazu. Also, ich nehme immer ein bisschen HE mit, um halt reagieren zu können. 2000. So, was haben wir denn jetzt für einen Unterschied? Also, wir haben hier Feuergeschwindigkeit 26,9. Das ist ganz langsam. Und das hier war. 26,9 war auch so langsam, so komisch. Achso, 26 Schuss in der Minute. Ja, nee, das ist okay. Scheiße, da hab ich mich fast vertan hier. Also das ist auf jeden Fall identisch. So, dann haben wir mittlere Durchschlagskraft. Die ist wesentlich höher. Der Schaden ist auch höher. Gut, nicht wesentlich, aber ist höher. Auf geht's, letztes Gefecht. Auf zum letzten Gefecht. Jetzt mit meinem neuen T26 mit höherer Reichweite und einem höheren Schaden. Dann hoffen wir mal, dass wir da nochmal schön was reißen können. Aber bis jetzt sah es doch ganz gut aus. Und ich habe halt schon das richtige Funkgerät für den nächsten Panzer und also Geschichten. Das ist schon gut. So.
Ach, da muss man dann auch immer mal wieder sein Arsenal ausmisten, sonst wird das ja alles immer so unübersichtlich. Da hat man dann da die ganzen alten Kettenteile und hast du nicht gesehen, hast du da noch drin rumfliegen. Und das ist ja auch noch Kohle, also wenn man dann irgendwie auf einen höheren Panzer Auf spart, geht's! dann ist das immer. Ui, ui, au, Hilfe! Mein Gott. Ja, wenn er auf einen höheren Panzer spart, dann ist das halt immer so eine Geschichte. Ja, und schon wieder hier diese Karte. Ist das hier oder Mexiko, irgendwas? Keine Ahnung. Das ist das, was ich meinte. Der fährt jetzt nach vorne durch, wird von hinten gedeckt von seinen Komrüts und deckt uns halt komplett auf. Das heißt, die haben jetzt, die sehen uns, die haben überall freies Schussfeld, mehr oder weniger. Und das ist jetzt halt nicht sehr vorteilhaft. Deswegen muss man eigentlich sehen, dass man so schnell wie möglich da rausbekommt. Ein Stück vor. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, wenn man dann immer so einen Erdhaufen fährt, dann kann man nicht mal runterziehen, so wie man das möchte. Okay. Scheiß Erdhaufen. Okay. Jawohl, den kriegen wir, den kriegen wir. Fuck, leicht drüber. Habt ihr gesehen? Noch ein Schuss. Ja gut, der war nicht nur leicht drüber. Oh, da schießt einer auf mich los. Also die Sounds, die ich höre, kommen von irgendeinem anderen Panzer, der jetzt gerade mal behakt wird. Ach, hier oben. Hier oben macht der Ärger, oder? Alter. Ja. Den aber. Hey. Ja, ganz, ganz lässig noch mal einen mitgegeben. Kette Und jetzt hat wurde er mir mal einen getroffen. mitgegeben. Sie kann jeden Moment reißen. Was ist denn jetzt los? Reicht Schütze aus. Ah, hinter Panzer mir! zerstört. Gerade auf den letzten Drücker gesehen. Na gut. Alles klar, ich mache einen kurzen Break und dann geht's weiter hier auf unserem Weg zum KV1. Macht's gut, tschüss.